Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir sind hier auf Feld 65. Da bin ich mit dem Grubber zugange. Vorgewände hat er schon erledigt, jetzt kommen die rein. Danach würde ich den gern düngen einmal. Dann ist das auch erledigt schon mal. So, was wollten wir heute noch machen? Wir wollten die Nudelfabrik bestücken. Aber erstmal hole ich hier nochmal ein paar Holzfällerpaletten ab. Die drei Holzfäller habe ich leer gemacht. Was heißt leer gemacht? Jeweils 16 Paletten abgeholt. Da gucke ich hin. Dass der Holzfäller, das Sägewerk läuft. Und dann holen wir gleich Paletten ab, aber die können wir ja auch von da mitnehmen. Können wir nochmal eine Lieferung zum Zentrallager machen. Ich schaue mal kurz bei unserer Nudelfabrik an, was wir da brauchen. Leerpaletten. Wasser hatte ich schon mal hier hingefahren. Das hat auch funktioniert. Der fährt momentan die Gewächshäuser an mit Wasser. Füllt die auf mit jeweils 50.000, wie auch reinpassen. Leerpaletten, Karton, Papier. Im Prinzip genauso wie drüben. Dann können wir noch zwei Paletten Rindfleisch mitnehmen. Eier, Mehl, weiß ich gar nicht, was wir haben. Schauen wir einfach mal, wenn es soweit ist. So, du kommst bereits an. Okay. Da sind jetzt drei Lieferungen, also 32, 48 Paletten habe ich jetzt abgeliefert. Und dann gucken wir gleich, wo wir die Leerpaletten rausholen. Hier vorne wird nämlich auch noch produziert. Aber hier sind 28% gefüllt. Hier vorne sieht es eigentlich mehr aus. An Paletten genau 400.000. Und zu 81% gefüllt. Dann holen wir hier mal 16 Paletten raus. 474.000. Holz haben wir drin. So. Dann laden wir hier mal die Paletten auf. Stück. Und lassen den zum Zentrallager fahren. Erstmal Eingang. So, dann schauen wir mal. Ja, er fährt Wasser. Ist jetzt auf dem Rückweg. Den hatte ich zweimal Brocken zur Mehlfabrik fahren lassen. Die Pellets habe ich hier mal ausgeladen. Die sind in der Halle drin. Und hier wollte ich auch mal Dünger rausholen. In irgendein fehlte doch Dünger. Pflanzenschutz ist voll. Hier braucht kein Dünger rein, aber hier drüben meine ich.
Nee, da braucht er nur Wasser, aber Dünger ist auch nicht viel. Also da können wir den Wasserfahrer dann losschicken. Dann können wir hier aber mal ein bisschen Dünger weiter produzieren. Die Gewächshäuser sind auch teilweise schon, oder ein Gewächshaus ist sogar mit Mist schon komplett voll. Noch ein bisschen von den Hühnern geholt. Kannst du, wenn hier Wasser kommt, gut weiter arbeiten. Hier müssen wir gucken, die Ecken müssen wir selber ranfahren. Ja, der ist schon fertig. Gut, den hatte ich auch noch mal zwei Touren Sojabohnen zur Ölmühle fahren lassen. So, wir sind jetzt beim Getränke. So, da brauchen wir nichts. Wir brauchen hier Leerpaletten. Sagen wir mal 4 Stück. Kartonpapier. Karton, hier ist Papier. So, dann gehen wir mal weiter hier im Kühlhaus. Brauchen wir eine Rindfleischpalette. Lebensmittel. Eier haben wir, glaube ich, nicht hier. Aber Mehl haben wir hier. Eier ist 0, ne? Ja. Mehl. Dann nehmen wir mal 3 Paletten Mehl mit. Dann wären wir ja auch schon voll. Sechzehn Paletten. Dann haben wir bis auf Eier haben wir alles. Dann kannst du bitte zum Hauptlagereingang fahren. Ist er ja schon. Müssen wir erstmal die Paletten abladen. So rum. So, die 4 noch. Ja, müssen wir einmal vorziehen. So, 12.
Na, kriegen wir die? So, 16 Paletten. Und Abmarsch zur Nudelfabrik. Paletteneingang. Abmarsch. Ach, die Brücken habe ich noch nicht hochgesetzt. Muss ich noch machen. Wir könnten ja hier von hier die Eier holen. Was haben wir denn an Paletten hier stehen? Das ist jetzt nicht viel, weil hier sind ja nur 1600 Liter drin. Aber sind... Die ist voll, die ist nicht ganz voll. Also zwei Paletten könnten wir ja von hier holen. Haben wir den kleinen? Haben wir nicht hier? Ach, der steht bei den Schweinen, ne? Dann komm, dann nehmen wir doch den großen hier. Ziehen wir uns die mal hier vorne vor. Einmal zweimal Spanngurte. Und Abmarsch. Auch zur Nudelfabrik. Paletteneingang. Du bist da. Super, dann können wir dich hier ausladen. So, hier wird alles angenommen. Mehl, Fleisch. Mehl steht hier drin. Wo wird Fleisch? Aber wahrscheinlich ist die Menge auch hier zu gering. Dann schauen wir mal. Was kann hier schon produziert werden? Also es fehlen jetzt nur noch die Eier. Ah, wir brauchen für alles Eier.
Ja, gibt es keine Vorproduktion? Ja, wir brauchen für alles Eier. Aber woher kriegen wir Eier her? Und die Menge? So, du kannst vielleicht mal zu Hühner fahren, dann können wir da mal schauen, vielleicht. Aber wir brauchen hier auch noch, die Bäckerei braucht auch Eier. Das ist immer so eine, die produzieren ja auch nicht am laufenden Band. So viel Getreide werden wir dann auch gar nicht haben. Da sind die Felder auch teilweise noch zu klein. Oder wir kriegen nicht genug runter. Hühnerstall. Mal zum Mist Ausgang. Dann schauen wir da mal. Ist der Eier denn da? Jawohl. Einmal. Spanngurte ab. So. 3600 Eier. Die werden wahrscheinlich für 5 Minuten reichen, dann sind die weg. Auf jeden Fall ist alles auf aktiv. Rindfleisch, ja, Rindfleisch wurde ja gesagt, dass wir nicht so viel brauchen. Jetzt sieht man das ja auch an den Mengen. 440.000 Mehl wie Eier, Wasser 500.000, Leerpaletten, Karton, Papier, Tortellini, da kommt glaube ich Rindfleisch. Ja, nur 1000, 130.000. So, einen Sprung gemacht. Quasi 209 Eier verbraucht für 277 jeweils Nudeln, Spaghetti und Dings. Das reicht nicht mal für eine Palette. Dann, gut, dann müssen wir mal hier eine Ladung hinbringen. Nützt ja nichts. Müssen wir dann gucken, dass wir die Eier dann verteilen. So, was haben wir denn hier an Eiern? So, die produzieren. Mal die Eier hier rausholen. Wie viel sind das? 7. Und drüben. Hier 9, dann haben wir genau 16 Paletten. 16 Paletten, entweder teilen wir die jetzt auf. Wir gehen mal zur Bäckerei. Eier sind hier noch zu 30% gefüllt, also bringen wir die komplett zur Mehlfabrik. Hier fehlt Butter, gut. Hefe. Butter und Hefe, gut. Machen wir sofort
wenn wir die Eier weggebracht haben. So, die 7 haben wir. So, dann sind wir auch voll. Dann nochmal bitte zur Nudelfabrik. Nee, wohin willst du jetzt? Da ist nur ein Eingang. Ich habe gedacht, du fährst jetzt hier rechts rum. Helfen wir dir mal. So, jetzt ist Gewächshaus 3 voll, schätze ich mal. Ja, gut. Er hat ja ein bisschen was verbraucht. Dann würde ich sagen, wir setzen ihn auf 4. Können wir hier nochmal den Rest auffüllen und fahr bitte zu 4. Also 50.000 Wasser ist Maximum hier. Wir können auch mal gucken. Tomaten. Ich habe vielleicht vor, hier, wenn die gut bestückt sind, hier die Gewächshäuser, vielleicht nochmal ein weiteres Tomatengewächshaus hier hinzusetzen. Oder wieder vielleicht 2 sogar. Dann haben wir wieder die gleiche Aufreihung wie hier. Also hintereinander weg. Weil wir brauchen doch jetzt Musterei, Gemüsefabrik. Auf Gemüsepunkt braucht keine Tomaten, richtig? Die waren nur Karotten, Zwiebeln und ja, Mist ist hier auch schon 150.000. Ja, der muss jetzt noch einmal fahren, dann ist auch das voll. Ich wundere mich, hatten wir Tomaten schon zwischendurch mal hier weggeholt? Ich glaube schon, ne? Für die Musterei auf jeden Fall. Wenigstens die zu dem Zeitpunkt fertig waren. Gut, dann lasst uns mal weiterschauen. Du bist auf dem Weg zur Nudelfabrik mit den Eiern. Würde eigentlich den hier. Raps haben wir doch noch da, ne? Schauen wir mal hier auf die Tafel. Ja, 300.000. Ist ja nicht so viel. Ich würde gern. Hatten wir da schon was hingeliefert? Ja, ein bisschen was. Weil hier auch wieder Kompost ist. Komm, du kannst hier ruhig mal 2 Ladungen hinbringen. Roggen hatte ich zur Mehlfabrik gebracht. Diesel.
Auch bitte zwei Stück. Wir müssen es eigentlich. Wir müssen unsere Produkte eigentlich verteilen. Gut, die stehen hier hintereinander. Ach, du warst aus. Ach, der LKW drüben. Auf der anderen Seite. Der macht die Motorgeräusche. So, jetzt sollten hier aber jetzt genügend Eier auf Lager sein. Auf jeden Fall ist nichts Neues produziert, immer noch die 277. Dann würde ich sagen, du fährst jetzt mal zum Zentrallager. Da kannst du nämlich noch ein paar Paletten abholen. Werkstoffausgang. Oder wir können doch gleich noch mal beim Sägewerk abholen. Weil Sägewerk ist ja hier gleich unterhalb. Dann brauchen wir nicht was aus dem Zentrallager zu holen. Aber dann würde ich jetzt gern noch mal schauen. Wir haben gesehen, wir brauchen Butter und Hefe. Hier ist auf jeden Fall das Geld verbraucht worden. Wie viele Paletten sind das? Vier Paletten. Holen wir mal da weg, genauso wie Backpulver. Ups. Na? Was ist los? Wo hängen wir? Komm nicht vor und nicht zurück. Ach der. Hat er voll aufgesetzt auf die Motorhaube. So, die Bäume müssen als erstes weg. Schauen wir, wo fährst du hin? Dahin. Ja, hatten wir schon neu eingefahren, die Kurse. Dann können wir ja schon mal... ...16 Paletten rausholen. Dann ist hier auch wieder Platz zur Produktion. Hackschnitzel, habe ich gesehen, sind auch einige im Sägewerk.
Also wenn der LKW hier fertig ist mit seinen zwei Lieferungen, kann der erstmal in eine Werkstatt. Kommst du denn jetzt eigentlich hier rum? Passt das einigermaßen? Ja, passt. Ja, dich zu 66 fahren zu lassen, wäre vielleicht zu früh. Aber wir hätten ja noch Feld. Das muss eh geflügt werden. Feld 12 und Feld 3 auch. Dann lasst uns mal ihn zu Feld 12 fahren. Da düngen und dann setzen wir den Pflug an. Dann nehmen wir den ersten mal hier weg. Der kommt ja sehr gut mit dem Pflug zurecht. Anhänger können wir hier erstmal abstellen. An die Drescher brauchen wir eh nicht mehr dran. Und holen uns den Pflug. Dann haben wir ja zwei Stück von hier. Dann bitte auch zu Feld 12. Ich glaube, der Düngerstreuer sollte ja mit der Ladung fertig werden. Ja, lässt da ein bisschen was stehen. Da müssen wir dann gucken. Aber hat ja schon bisschen was geschafft. Dann nehmen wir hier ein paar Paletten Butter mit, würde ich sagen, und holen uns die 8 Paletten quasi Hefe, also 4 Paletten Hefe und 4 Paletten Backpulver. Ist jetzt gerade dran vorbeigefahren. Was ist los? Ah, das passiert auch. Gut. Der will nämlich jetzt tanken. Der wird wahrscheinlich zum Hof fahren und sich tanken. Gut, dann holen wir schon mal aus dem Kühllager die Butterpaletten raus. Was haben wir denn hier? Butter. Das werden dann nochmal 8 Paletten. Da stehen sie. So, liebe Freunde, das war's schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.